Guten Morgen allerseits. Ja, schön, wir haben eine Anlage hier. Auch heute in kleinerer Delegation aus Stuttgart und Berlin angereist. Vielen Dank euch Berlinern, vielen Dank, dass wir wieder da sind, dass ihr da seid, dass wir zusammen protestieren können gegen die Ausgaben, die unnötigen Ausgaben der Bahn, die sich speziell auf Stuttgart 21 beziehen. Für dieses Projekt ist nie richtig angeschaut wurde vom DB-Aufsichtsrat, bei dem nie geguckt wird oder wurde, was es verkehrlich bringt. Da wir ja schon immer eine Verkehrswende einfordern, für die gute Bahn stehen, für eine Bürgerbahn, für eine Flächenbahn, kritisieren wir auch heute, dass zusätzliche Gelder, die die Bahn jetzt in der Corona-Krise beantragt, nicht für dieses Projekt ausgegeben werden. Es ist auch jetzt noch Zeit, umzudenken, umzusteigen. Umstieg 21 ist ein Konzept, das auch jetzt noch in vielen Punkten zeigt, dass es ohne diese Verkleinerung auf 8 Gleise am Stuttgarter Hauptbahnhof geht, bei der eine Umnutzung der bestehenden Baustellen angedacht ist, dargelegt wird. Und wir bitten die Bahn, darauf einzugehen, um Kosten zu sparen und um zukünftig gute Verkehre ermöglichen zu können, darstellen zu können. Umstieg jetzt! Umstieg jetzt! Umstieg jetzt! Umstieg jetzt! Umstieg jetzt! Ich kann mich noch erinnern, wir hatten ja auch den Herrn Staus schon hier, den Konzernpressesprecher ist immer wieder im Fernsehen auch zu sehen. Es gab diese Woche einen Film im Dreisat auch, und dem er sagt, ja, wir schauen uns die Bahn heute an, die ist doch ganz anders als vor 30 Jahren. Da muss man doch auch sehen, wir haben mehr Verkehr, mehr Reisende, das stimmt. Auf der anderen Seite hat die Deutsche Bahn in dieser Zeit 6000 Kilometer Gleise abgebaut. Meines Wissens wird es im Film dann auch erwähnt. Dieser Kritik muss man sich stellen, dass die Verkehrspolitik bezüglich Abbau der Gleise, Flächenbahn, nicht richtig war. Es gab Reaktivierung, ja, es gab aber auch in dieser Zeit einen erheblichen Abbau. Es gibt jetzt natürlich modernere Züge, wir sind auch sehr gut hergefahren, an der Stelle vielen Dank. Vielleicht auch zu günstig, wenn man sich die Sparpreispolitik angeht, da gehen wir nachher noch drauf ein. Aber dieser Kritik muss man sich stellen und nicht nur sagen, ja, das eine oder andere ist besser geworden. In diesem Sinne hat Herr Staus auch gesagt hier schon zu uns, ja, jetzt gibt es eine Kostensteigerung, aber wir haben das im Griff, wir kennen die Kosten, das ist nach wie vor der richtige Weg. Ich nehme das gern mit, die Unterlagen, aber wir wissen, was wir tun, wir prüfen das genauso, auch immer die Antworten von den Ministerien. Es ist alles unter Kontrolle, wir haben ein Auge drauf, der Aufsichtsrat prüft und macht und tut, und genau das fordern wir jetzt ein. Später ist dann der Staus ruhiger geworden. Ich nehme es mit, okay, schön, dass ihr da seid oder so ähnlich. Und heute ist er aber nicht da. Er hat sich mit einer Mail bei mir entschuldigt. Sehr geehrter Herr Kegreis, vielen Dank für Ihre Mail. Ich habe in der Vergangenheit ja immer mal vor dem Bahntower Unterlagen entgegengenommen, die an den Aufsichtsrat oder den Vorstand der DB gerichtet waren und diese dann weitergeleitet. Das will ich auch in Zukunft gerne tun. Ich habe ihn angefragt, ob er das Buch übernimmt von Bernhard Knierim, das wir letztes Mal dann nicht dabei hatten, weil der Bernhard krank war, beziehungsweise kindkrank. Er sagt jetzt dann weiter, die Herausgabe eines Buches von zwei Autoren sowie die Veröffentlichung einer Pressemitteilung ihrerseits ist aus meiner Sicht aber kein Grund, selbst in Erscheinung zu treten. Ich bitte um Verständnis für meine Entscheidung, am kommenden Freitag nicht vor den Bahntower zu kommen, und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Ein Staus. Vielen Dank, dass er zurückgeschrieben hat, dass er sich meldet und sich dieser Kritik stellt. Aber wir kritisieren, dass er nicht da ist, weil unsere Kritik berechtigt ist und es ja nicht um Kleinigkeiten geht. In dem Buch stehen viele Sachen drin, wie auch im Buch von Arno Luik. Es ist ein Umstieg möglich und es ist ein Umdenken nötig. Die Bahn braucht eben andere Entscheidungsträger und eine andere Verkehrspolitik. Man muss auch genau hinschauen. Wir haben noch das Beispiel mit den Sparpreisen. Vielleicht kannst du was dazu sagen, Jörg, wo man ganz klar sieht, die Bahn weiß an mancher Stelle überhaupt gar nicht mehr, was sie tut. Und wir haben größte Bedenken, dass bei Stuttgart 21 und bei großen Projekten eben die Kompetenz da ist. Man überhaupt weiß, wie geht es mit 8 Gleisen? Wie ist es mit dem ETCS?
Sind es 35% mehr an Verkehr, die durch eine Digitalisierung möglich ist? Oder ist es mehr die Hoffnung, dass man jetzt sagt, ja, okay, nur dann geht es überhaupt? Also ist es jetzt nicht nur notwendig für Stuttgart 21? Oder ist es wirklich so, dass man jetzt mit weniger Infrastruktur lockerer umgehen kann, wenn man es besser planen kann? Und wir sagen, an einem Ausbau der Infrastruktur kommt nichts dran vorbei und schon gar nicht an einem Abbau. Weil 16 Gleise nun mal deutlich mehr Kapazitäten bietet in Stuttgart. Man denke nur an den Taktfahrplan, an den Deutschlandtakt, dass man so hier nicht mit Schienen umgeht und die Gleise oben deshalb, allein schon deshalb zu erhalten sind. Es gibt ja noch ganz andere Gründe, dass wir kein Immobilienprojekt brauchen und dass die Tunnelsprobleme machen. Die vielen, vielen Gründe sind ja bekannt und von uns mehrfach hier eingebracht, an höchster Stelle mit Unterlagen hochgenommen, auch vom Herrn Staus. An der Stelle die Pressemitteilung, die wir jetzt gestern nochmal als Aktionsbündnis rausgegeben haben, die ich dem Herrn Staus auch mitgegeben hätte, die er auch auf den Tisch bekommt und jetzt ich hier verlese. Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 kritisiert unkontrollierte Corona-Hilfen des Bundes. Mogelpackung zur rechtswidrigen Finanzierung von Stuttgart 21. Das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 fordert den DB-Aufsichtsrat auf, in seiner Sitzung am Freitag Plänen zur Schwächung der Bahn nicht zuzustimmen. Die vom Bund in Aussicht gestellte Kapitalerhöhung für die Bahn in Höhe von 6,9 bis 8,4 Milliarden Euro soll mit massiven Kürzungen der Personal- und Sachkosten von bis zu 5,1 Milliarden erkauft werden, während an den vorgesehenen Investitionen festgehalten werden soll. Unabhängig davon, ob sie dem Bahnbetrieb wirklich nützen. Bündnissprecher Dr. Eisenhardt von Löper: Statt die angesichts des Sparzwangs der Bahn knappen Finanzmittel für eine Qualitätsverbesserung des Bahnangebots einzusetzen, wird auf diese Weise ihr Angebot weiter verschlechtert. Wir brauchen aber eine hochattraktive Bahn, wenn wir auch nur annähernd die Klimaziele erreichen wollen. Investitionen wie die Tieferlegung und Verkleinerung des Stuttgarter Hauptbahnhofs führten zu einer weiteren Angebotsverschlechterung und dienten lediglich der Bauwirtschaft. Die Berechnungen der Bahn, es sei ihr durch die Corona-Krise ein Schaden von bis zu 13,5 Milliarden entstanden, werden von Fachleuten angezweifelt. Mal da mal weiter. Vielmehr scheint die Summe absichtlich hoch angesetzt, um dem Bund eine verdeckte Finanzierung von eigenwirtschaftlichen Investitionsprojekten wie Stuttgart 21 zu ermöglichen, die auf legalem Wege nicht finanzieren er dürfte. Stattdessen fordert das Aktionsbündnis, die Corona-Krise als Chance zur Neuorientierung zu nutzen. Co-Sprecher Martin Bogunke: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um umzusteuern und Bundesgelder künftig ausschließlich zur streng kontrollierten Angebotsverbesserung der Bahn einzusetzen und schädliche Prestigeprojekte auf den Prüfstand zu stellen. So könne bei einer Umnutzung der bereits für Stuttgart 21 gebauten und einer Modernisierung des vorhandenen Bahnhofs sowohl die Qualität des Bahnangebots verbessert als auch bis zu 5 Milliarden gespart werden und für weitere sinnvolle Maßnahmen verwendet werden. Wir erwarten vom DB-Aufsichtsrat, dass er sich in der Sitzung am Freitag eindeutig zu einer Rückbesinnung der Bahn auf ihre eigentlichen Ziele ausspricht. Einen konsequenten Ausbau des attraktiven, klimaschonenden Bahnverkehrs. Der Bahnaufsichtsrat dürfe sich nicht mehr zum Büttel der Politik machen lassen, wo diese bahnfremde Ziele verfolgt. Auch bei dieser Aufsichtsratssitzung der Bahn wird wieder eine Corona-bedingt etwas kleinere Abordnung der Stuttgarter vor dem Berliner Bahntower. Eine kleinere Abordnung vor dem Berliner Bahntower demonstrieren. Das sind wir. Vielen Dank, dass ihr da seid. Und damit endet auch die Pressemitteilung.
Ich hoffe, die Botschaft ist oben angekommen. Die Pressemitteilung wurde verschickt. Man muss sie eben nur lesen, nachdenken, umdenken, umsteigen, umsteuern. Jetzt bitte ich den René Genzmann vom ProBahn. Der hat auch was zu sagen. Von ProBahn unterstützt uns schon lange bei dieser Frage Stuttgart 21. ProBahn war ja auch mal bundespolitisch aktiver, aber der Berliner Landesverband hat sich viel eingebracht. Und wenn du jetzt ein paar Worte sagen wolltest, aber ihr unterstützt uns. Ja. Dann frage ich in die Runde. VCD-Vertreter ist da, Markus Metzger vom Aktionsbündnis. Ein paar ergänzende Infos, dann gehen wir noch zu den Sparpreisen ein. Auch der VCD unterstützt uns, der VCD Kreisverband Stuttgart ist ja wieder ins Aktionsbündnis eingestiegen und er sagt auch volle Unterstützung. Und so weiterhin ist das Aktionsbündnis in Stuttgart alle zwei Wochen da und tagt und prüft und macht und die Pressemitteilungen sind sehr gut. Da war jetzt wirklich vieles drin, Klimapolitik, wo Verkehrsverbände oder Umweltverbände auch einstehen für die gute Bahn. Es ist gut, dass wir ProBahn und VCD an dieser Stelle an unserer Seite haben, wenn es teilweise auch nur die Landesverbände oder die Stadtverbände oder die, jetzt wie die Berliner sind, die dann aktiver sind und hier auch mitmachen am Schwabenstreik jede Woche in Berlin, hier am Platz des Geschehens. Vielen Dank dafür. Jana, gehen wir kurz zu den Sparpreisen. Wir hatten ja in Stuttgart die 500. Montagsdemo Anfang Februar. Ein guter Bekannter von mir war in Stuttgart und hat gebeten, ein günstiges Ticket zu bekommen, wie er denn heimfährt. Und ich möchte damit erklären, mit dem folgenden Aussagen, dass die Bahn nicht versteht, wie ihr System funktioniert. Und das ist natürlich schon auch fahrlässig, entweder alte Software zu nutzen oder nicht zu wissen, wie man damit umgeht. Also sage ich, dann machen wir so, du hast ein bisschen Zeit, du fährst im Nahverkehr und das letzte Stück buchen wir ein kurzes Stück Fernverkehr. Also konkret von Berlin-Spandau zum Berliner Hauptbahnhof und der Rest Nahverkehr. Wenn es eine Verspätung gibt, so sind die Regeln im Bahnverkehr, am Ankunftsort von 20 Minuten ist die Zugbindung aufgehoben. Und mit dieser Fahrt hast du ein Fernverkehrsticket, weil die letzte Strecke von Spandau nach Berlin ein Fernverkehrszug ist. Und dieser Zug ist ja zugebunden, weil es bei den Fernzügen immer eine Zugbindung gibt. Ja, sage ich, vielleicht klappt es mit einem der verschiedenen Anschlüsse nicht. Immer Weg, immer Osten, Magdeburg, Erfurt, Nürnberg, Würzburg, wo man da über so fahren kann. Also konkret Würzburg, Erfurt. Vielleicht klappt es mit einem Anschluss nicht, dann darfst du ab dieser Stelle den Fernverkehr nutzen, ab dieser Stelle, wo du weißt, dass der Bahnhof am Schluss nicht mehr erreicht werden kann. Jetzt gab es aber gleich in Stuttgart ein Problem. In Stuttgart war Kabelbrand, zack, konnte nicht fahren. Stundenlang Probleme, manchmal hängt es auch mit den Baustellen von Stuttgart 21 zusammen, man bekommt es manchmal gar nicht so richtig mit. Jedenfalls gab es ein Problem und die Abfahrt in Stuttgart war über eine Stunde später erst möglich. Ja, dann darf ich dich bitten, dass du selber was dazu sagst. Ja, hallo, moin moin. Ja, ich bin also von Stuttgart nach Berlin gefahren, habe ein Nahverkehrsticket gebucht mit Fernbahnanschluss von Berlin Südkreuz nach Berlin Spandau. Das war ohne Probleme möglich, mit zig Umstiegsvarianten ab Stuttgart hin und her und her und hin. Jedenfalls war da leider gerade ein Brand und ich konnte diesen Nahverkehrszug nicht erreichen, erreichte also meinen Anschlusszug nicht. Und bin dann mit dem ICE nach Berlin gefahren, erste Klasse zum recht günstigen Tarif. Und der Schaffner staunte etwas, aber solange etwas buchbar ist, kann man das Produkt kaufen. Für Verspätung der Bahn kann ich nichts. Ich wäre auch lieben gerne im Nahverkehr bis Berlin gegondelt. So 12 Stunden dauert das ungefähr. Aber so war ich nun halt ein bisschen Erde, hatte noch knappe 4 Stunden Aufenthalt
in Berlin-Südkreuz, um dann nach Spandau zu fahren. Ja, was das eigentlich aussagt, ist, die Bahn hat ein totales Preischaos. Wenn man als Konsument, als Verbraucher etwas buchen möchte, dann geht das so gut wie gar nicht. Man kriegt nur die teuren Sachen, wie am Schalter auch. Und ja, ich will mal so sagen, wenn auf der Ebene auch der Bahnhof für Stuttgart 21 geplant wird, so wie die Tickets verkauft werden, ja, dann üben wir das einfach normal. Ihr habt sicherlich gehört, der BER ist am Start hier in Berlin. Wir haben es endlich geschafft. Mal schauen, welches Grab mehr Millionen und Milliarden fasst. Schönen Dank. Ja, das Ticket war erste Klasse für 18 Euro zu bekommen. Und das ist schon krass billig. Wir sind jetzt hier auch mit der sehr günstigen Gruppenfahrt hergefahren. In Corona-Zeiten funktioniert das Sparpreissystem ja nicht so gut. Das heißt, man bekommt die Einzelkarten ab 8,90 Euro im Fernverkehr. ICE auch. Zweite Klasse. Aber was ja immer geht, und das war kurzfristig zu einer Nicht-Corona-Zeit, sehr günstige Preise. Und überraschend war ja, dass der Kontrolleur, der Zugbegleiter, dieses Phänomen oder diese Möglichkeit, das ist fast schon ein Trick, also diese Möglichkeit zu nutzen nicht kannte, obwohl das schon seit über 10 Jahren, also seit es die Sparpreise gibt, möglich ist. Da wird man dann gefragt als Fahrgast, was ist denn das für ein Ticket? Ja, okay, nach dem Motto, und es ist ja auch so, ich verstehe es nicht, ich lasse Sie fahren, aber das müssen Sie doch verstehen. Also, das ist ja... Oder es versteht kein Mensch. Jedenfalls, es gibt ein paar ausgefuchste Leute, die es genau verstehen. Und bei der Bahn wird es intern eben nicht so kompliziert. Wer es aber als Fahrgast nicht versteht, du hast es ja gesagt, Jörg, der kann solche Tickets gar nicht buchen. Die gehen mit Überwegen im Internet, dass man sagt, den ersten Teil nur Nahverkehr oder den anderen Teil jedenfalls nur ein kurzes Stück im Fernverkehr, das nicht kontingentiert ist. Und bei dem es ja keine Begrenzung bei der Zugbindung und damit bei der also bei den Sparpreisen gibt, dass man die günstigen Tickets an der Stelle bekommt. Das geht praktisch immer und wird bei der Bahn weitgehend ignoriert, wird entschuldigt mit Softwareproblemen. Wir sind da im Jahr 2020, man hat den Anspruch der Digitalisierung, ETCS, und man kann auch beispielsweise die vorgeschlagene Reservierungspflicht, die kann man ja so und so betrachten, nicht umsetzen mit den derzeitigen Systemen der Deutschen Bahn. Und unsere Forderung ist es eben, dass man die jetzigen Gelder oder die jetzigen Anstrengungen nutzt, um eine bestehende Bahn zuverlässig zu machen, auch dass man in der Corona-Krise entsprechend agieren kann, für eine bestimmte Zeit wegen mir eine Reservierungspflicht einführt, um Leute zu schützen, um zu sagen, du kannst Bahn fahren, wir stellen das weitgehend sicher, so gut es geht. Die Bahn ist aus meiner Sicht keine Virenschleuder. ÖPNV in New York gab es Probleme, aber hier haben wir inzwischen auch sehr bedächtig oder vorsichtig umgehende Fahrgäste. Und mit einer Reservierung oder mit einem Abstandsgebot, das man ja auch persönlich nutzen kann, aber mit einer zusätzlichen Unterstützung, was andere ja wieder mit einer App fordern, ist es möglich, uns dort als Fahrgäste zusätzlich zu sichern. Und wir bitten doch an dieser Stelle, konsequent für eine Verbesserung einzustehen, für den Fahrgast, für ein ordentliches Preissystem, für eine vernünftige Preispolitik, Reservierungspolitik und eben insgesamt Verkehrspolitik. Die Bahn in der Fläche ist jetzt angeschlagen, weil Autos den Abstandraum mit sich mitbringen. Thema Stuttgart 21 ist der Raum übrigens auch wieder kleiner an den Bahnsteigen. Auch das ist kontraproduktiv, weil wir ja Abstand brauchen. Man weiß nicht, was da noch sonst noch kommt mit Viren. Und das Auto hat den Vorteil, dass es den Abstand mitbringt, aber mit dem Nachteil, dass wir den Platz ja gar nicht haben in der Stadt. Also wir brauchen immer eine gute, zuverlässige Bahn mit entsprechenden Vorkehrungen, damit es uns gut möglich ist zu fahren. Und ich sage auch heute schon, ihr könnt gern gut Bus und Bahn fahren. In Deutschland ist es bisher zu keiner Virenschleuder gekommen. Aber es gibt halt Leute, die haben Angst und die sollte man noch beschützen oder schützen und nutzen, was geht. Nur kommt da nichts technisch. Das ist die Forderung, eine gute Bahn, mehr Bahnen, dann verteilt sich es auch besser, mehr, also kein Abbau der Gleise, mehr Züge fahren zu lassen, damit wir in Zukunft rauskommen aus dieser Bedrängtheit und vernünftig fahren, mit weniger Energie, umweltfreundlicher oder weniger umweltschädlich, als es das Auto tut. Zusammen mit anderen gibt es eben die Synergieeffekte. So, Lille.
Dann haben wir jetzt ein offenes Mikrofon, wer noch was sagen möchte. Ansonsten, Markus, unser Reiseleiter, was steht an beim Programm? Aber jetzt kurz noch die Abfrage. Hallo? Auch in die Zukunft, in die Zoom-Konferenz hinein oder was immer hier genutzt wird. Baut was Gescheites! Baut was Gescheites! Baut was Gescheites! Baut was Gescheites! Baut kein Scheiß! Baut was Gescheites! Baut was Gescheites! So, Markus, wie geht's weiter? Heute gibt es ja auch eine Bundesratssitzung. Ich weiß nicht, ob außerordentlich oder turnusmäßig. Freitag kommt mir auch da ein bisschen merkwürdig vor. Mit 65 Tagesordnungspunkten. Und wir versuchten, uns dort einladen zu lassen, aber haben alle den Stuhl vor die Türe gesetzt bekommen, weil wegen Corona nur ganz wenige Zuhörer dort möglich sind. Wir dachten uns jetzt aber, dass wir einfach jetzt einen kleinen Spaziergang dorthin machen im Anschluss hier an diesen Auftritt hier und mal schauen, was vor Ort los ist, ob sie uns vielleicht doch reinlassen, weil wir verschiedene von uns sind angemeldet. Vielleicht gibt es ja doch noch freie Plätze, man weiß es ja nie so genau. Der Bundesrat ist ja gar nicht weit von hier, ich glaube fünf Minuten zu Fuß. Da gucken wir uns jetzt einfach mal ein bisschen um. Das war die Idee. Und ansonsten ist den Rest des Tages dann Programm zur freien Verfügung. Die Museen haben zum großen Teil schon wieder geöffnet. Verpflegung ist jetzt auch wieder möglich, seit heute legal. Kann man juristische Angebote nutzen zunehmend. Und das Wetter lädt ja geradezu dazu ein, ein bisschen wieder auszuschwärmen hier.